Ein Ranking der 20 neuen Strecken in Mario Kart Super Circuit für den Game Boy Advance. Man kann im Spiel ja auch die Super Mario Kart Strecken vom SNES freischalten, aber die sind wir bereits durchgegangen, intensiv, da hat sich nichts verändert. Also reden wir nur über die 20 neuen Strecken in Mario Kart Super Circuit. Und ich halte mich auch deutlich kürzer im Vergleich zu Mario Kart 64. Da bin ich doch sehr intensiv auf die Strecken eingegangen und wollte die Pros und Kontras erklären. Aber hier zu den eher flachen Strecken vom GBA gibt es tatsächlich gar nicht so extrem viel zu sagen. Wir freuen uns auf zukünftige Sachen wie Double Dash, DS oder Wii. Aber jetzt erstmal zu Super Circuit. Platz 20, ganz klar, die erste Strecke im Spiel, Peach Circuit. Man sieht wieder Peaches Schloss im Hintergrund, aber eben auch nur als ein einzelnen Sprite für den Background. Die Strecke an sich ist sehr unspektakulär, hat ein paar Kurven, aber keine Hindernisse, ist flach. Also klar, die erste Strecke braucht, wie immer, ne, ich sag's jedes Mal, diese unspektakuläre Art, wo man sich erstmal ins Spiel reinfinden muss, gucken muss, wie ist die Steuerung, aber das resultiert halt auch im letzten Platz in diesem Ranking. Peach Circuit wurde neu aufgelegt in Mario Kart DS und in Mario Kart Tour. Das Bowser Castle ist das einzige Streckensetting, das auch hier in Mario Kart Super Circuit nochmal durchnummeriert wird, weil es davon sage und schreibe vier verschiedene Variationen gibt. Aber das Bowser Castle 1 aus dem Pilz Cup ist natürlich noch sehr unspektakulär, ja? Also klar, es ist wie man es kennt, mit Lava, mit kleinen Sprungschanzen, Hotheads, Twomps, auch immer noch diese 90 Grad Kurven. Die Strecke hält nicht viel für einen breit und blickt deswegen Platz 19. Nichtsdestotrotz gab es GBA Bowser's Castle 1 auch wieder in Mario Kart 7 und Mario Kart Tour. Platz 18, Mario Circuit. Die Strecke gehört also dem Mario, Ein paar mehr Kurven als bei Peach und im Hintergrund statt dem Schloss jetzt Bäume. Vor dem Ziel gibt es einen kleinen Schwenker nach rechts für ein zusätzliches Item. Aber ansonsten minimal spannender, dass es war. Aber ihr kennt sie vor allen Dingen von Mario Kart 8, das einzige Mal, dass sie neu aufgelegt wurde, diese Strecke. Und da wurde sie um einiges interessanter gemacht, dadurch, dass es eben nicht flach war. Aber hier auf dem GBA ist es auch einfach eine relativ langweilige, flache Strecke. Der 17. Platz geht an Yoshi Desert. Und das Beste hieran ist die Yoshi Sphinx im Hintergrund. Streckenverlauftechnisch ist hier wenig los. Ich meine, da sind hier und da mal ein paar Kakteen und der Streckenverlauf ist auch ein bisschen wilder, möchte ich es bezeichnen. Aber das war's dann auch schon, ne? Die Strecke im Sternenkap hier. Münzen, Palmen, eine kleine Oase. War da nicht sogar irgendwo ein bisschen Treibsand? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, also die Strecke macht nicht viel falsch, aber in der Form ist sie auch wirklich nichts Besonderes. Wurde neu aufgelegt in Mario Kart Tour. Platz 16 gibt es für Luigi's Circuit. Die Strecke mochte ich eigentlich immer, weil es regnet. Ja, es ist einfach eine kleine Besonderheit, ne? Die Hintergründe auch wieder interessant mit dem Luigi-Zeppelin und so eine Art Wetterstation soll das, glaube ich, darstellen mit dem Silo. Und der ganze Regen bewirkt, dass auf der Strecke auch sehr viele Pfützen vorhanden sind, denen man ausweichen muss. Die Kurven sind ein bisschen anspruchsvoller geworden, definitiv. Man nimmt Luigi's Circuit auch ein bisschen belastend wahr, nicht wahr? Also die Strecke ist auch ein bisschen schmaler und so, aber ich mag das eigentlich. Deswegen der 16. Platz und wurde neu aufgelegt in Mario Kart DS und Tour. Eisstrecken dürfen wie immer auch nicht fehlen, deswegen belegt das Snowland den 15. Platz. Auf den Spuren des Vanilla Lake düst man hier über das Eis, am Rand den Schnee und den Schneemännern gilt es auszuweichen etc. pp. Es gibt diese lange Spur aus Münzen und rein optisch mag ich auch die Eiskristalle im Hintergrund, also das Level ist eigentlich ein schöner Kontrast. Wurde auch neu aufgelegt, ihr wisst es, im Mario Kart 8 Deluxe Booster Streckenpass und im Anschluss auch wieder in Mario Kart Tour. Da wurde sie ganz vernünftig auf die Beine gestellt, hier halt auch ein weiteres Mal eine flache Strecke und hat vom Streckenverlauf rein an sich nicht so viel zu bieten. Aber auch hier muss man sagen, die Strecke macht nichts falsch, sie ist da und soll auch schön da bleiben, wo sie ist.
Jetzt Platz 14, der Sky Garden war für mich immer eine ganz besondere Strecke, die für den GBA-Teil steht. Fand ich sehr kreativ, einfach so ein bisschen Hans und die Bohnenranke und man ist über den Wolken auf so einem felsigen und moosigen Weg unterwegs und düst dann auch mal über diese Gitter und kann hier und doch mal eine kleine Abkürzung nehmen, auch wenn das sehr dünn und plattgedrückt wirkt, diese Strecke. Ich mochte sie schon immer. Aber jetzt muss man hier auch wieder sehen, dass der Levelverlauf, die Strecke an sich, ne, nicht so krass viel reißt. Ich meine, es ist ja auch schwierig. Auf dem GBA, ne? Aber es kommen noch bessere Strecken. Die hier ist auf jeden Fall auch sehr beliebt. Wurde neu aufgelegt in Mario Kart DS, in Mario Kart Tour und natürlich auch im Mario Kart 8 Deluxe Booster Streckenpass. Wenngleich Sky Garden dort richtig gut neu aufgelegt wurde, hier das GBA-Vorbild belegt hier eben den 14. Platz. Alles, was ich zu Bowser's Castle 1 gesagt habe, gilt in gleichem Maße auch für Bowser's Castle 2. Wenngleich hier die Strecke ein bisschen interessanter gestaltet worden ist. Wisst ihr, worin sich die Bowser Castles auf dem GBA noch unterscheiden? Alle haben jeweils eigene Backgrounds. Tatsächlich, hier sieht man diese großen Bowser-Statuen. Und es gibt ein bisschen mehr zu sehen, diese große Fläche mit vielen kleinen Lava-Höhlen. Ne? Ab und zu so ein Turbo-Streifen auf dem Boden. Und das macht die zweite Strecke schon sehr viel besser als das erste Bowser-Castle. Deswegen sehe ich auf Platz 13. Möge es ihr Glück bringen. Aber wer auf einen Warmbadetag nicht so viel Lust hat, sollte hier besser aufpassen. Neu aufgelegt in Mario Kart DS und Mario Kart Tour. Platz 12 belegt eine super sympathische Strecke, nämlich Shy Guy Beach. Ne? Das ist eigentlich der Koopa Beach vom SNES nur in besser, ne? Also gegen den Uhrzeigersinn. Dann haben wir diese kleinen Krabben überall. Und auch wieder kleinere Inselchen, wo man vielleicht ein bisschen abkürzen kann, wo es auch Münzen auf den Inseln gibt und so. Aber vor allen Dingen das Piratenschiff im Hintergrund, das ballert ja wirklich die Kanonenkugeln auf einen. Da habe ich mich ein bisschen verleiten lassen von dem Mario Kart Wii Remake. Da mochte ich die Strecke eigentlich auch immer sehr gerne. Das einzige Mal, dass Shy Guy Beach irgendwo anders neu aufgelegt wurde, wohlgemerkt. Und geht ganz gut klar. Ne? Also ist wie gesagt ein leicht besserer Koopa Beach im Vergleich vom SNES. Und ich mag sie sehr. Mhm. Das schöne Hellblau des Wassers geht so richtig Hand in Hand mit dem Hellblau des Himmels. Und das passt ganz gut. Ja, und das Einzige, dass sie halt ein bisschen langweiliger ist, das versuchen sie auszumerzen mit dem Piratenschiff. Deswegen, I like. Platz 11 geht an den Boo Lake, ein moderneres Geistertal eben auf GBA-Verhältnisse. Und die Boohoos halten die Kerzen so, damit wir was sehen. Das ist nicht niedlich, ist es nicht schön. Ansonsten alles, was man vom Geistertal so kennt, ne? Also berührst du die Wände, dann verschwinden die, also pass besser auf. Man hat ja aber genug Platz, ne? So viel Platz sogar, dass du diverse Wegabzweigungen nehmen kannst und vielleicht sogar die eine oder andere Abkürzung. Ganz gut gelungen vom Streckenverlauf, da sage ich gar nichts. Und sie wurde natürlich neu aufgelegt in Mario Kart Tour. Und im Mario Kart 8 Deluxe Booster Streckenpass. Da war das Ganze mit Wasser und man konnte so ein bisschen runtertauchen ins Wasser. Hier auf dem GBA natürlich nicht. Der Riverside Park belegt den 10. Platz und ich habe mich schon immer gefragt, ob sie hier versucht haben, so ein bisschen die Donut Plains von Super Mario Kart nachzubauen. Haben sie nicht so gut geschafft, stattdessen gibt es eine ganz andere Atmosphäre, so ein bisschen tropische Dschungel und gegen den Streckenverlauf kann man gar nichts sagen, ne? Ist ein bisschen spannend, ist mal, kann man hier und da gucken. Und deswegen guter Durchschnitt, hätte ich gesagt, wurde neu aufgelegt in Mario Kart Tour und im Booster Streckenpass und nicht wundern, hier im Gameplay, ja, da sieht man Donations, weil das Gameplay, das ich für dieses Video hier nutze, da nutze ich ja meine eigenen Let's Plays und so, aber ich dachte mir, für Mario Kart Super Circuit benutze ich nicht mein uraltes Let's Play, sondern den Twitch-Stream, den ich mal gemacht habe, ne, und deswegen kann ich es nicht ganz rausschneiden, wenn da mal was aufleuchtet, da was aufblinkt, das tut mir sehr leid, ne, aber es ist wirklich besser anzuschauen, hier mit 60 FPS und allem drum und dran, statt das uralte Let's Play, also ja, Super Circuit müsste ich ja eigentlich mal neu machen, das stimmt schon, was sagt ihr dazu? Jedenfalls der Riverside Park, der wurde neu aufgelegt, Mario Kart Tour und ihr wisst es auch im Mario Kart 8 Deluxe Booster Streckenpass.
Kommen wir zu Bowser's Castle 3 auf dem 9. Platz. Im Hintergrund diese ganzen Gemäuer, das finde ich schon mal sehr atmosphärisch und gelungen. Ansonsten eine nochmals etwas längere Bowser's Castle-Strecke mit vielen kleinen Hopsern über die Lava, wo die Hotheads rauskommen und versuchen, dich zu treffen. Die sind da auch schon ziemlich im Weg, da entscheidet auch ein bisschen Glück oder Pech. Und dann gibt es noch diese Gitter, wo man auch drüber fahren muss. Auch da kann man von den Flammen getroffen werden. Also höchste Vorsicht. Auch wenn ebenfalls hier sämtliche Kurven streng genommen im 90-Grad-Winkel da sind, gibt es doch diesen einen Weg, wo, naja, man an den Ecken und Kanten vorbeidüst. Den finde ich irgendwie einprägsam. Ja, also noch ein bisschen mehr gewagt. Die meisten kennen die Strecke von Mario Kart Wii. Das vergisst man nicht so schnell, ne? Also neu aufgelegte Mario Kart Wii und in Mario Kart Tour. Und richtig, ja, alle vier Bowser Castles vom GBA sind in Mario Kart Tour neu rausgebracht worden und viele davon erst dieses Jahr, viele davon erst 2023. Unter anderem dieses, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Platz 8, Cheeseland, das Käseland und viele Einblendungen am linken Rand, weil das Gameplay eben aus einem Stream stammt. Können wir jetzt nicht ändern. Ich fand es schon immer sehr kreativ, einfach, dass man über ein Königreich aus Käse fährt und die Musik war eigentlich auch mal ganz abwechslungsreich und der Background irgendwie auch wirkt wie von einem anderen Planeten, ne? Mit dem Himmel und so, mit diesen Burgen aus Käse. Ich mag sowas, wenn man ein bisschen mehr fantasiereich ist und so weiter. Und ich muss sagen, auch vom Streckenverlauf ein bisschen furioser die Strecke, ne? Es gibt den einen oder anderen Turbostreifen, bloß aufpassen und man sollte ein bisschen versuchen zu driften etc. Also sowohl vom Streckenverlauf als auch von der reinen Idee her eigentlich ganz gut gelungen. Ihr wisst es, dieses Level, diese Strecke wurde neu aufgelegt in Mario Kart 8 und gefällt da noch umso mehr. Das hat mich sehr gefreut, dass man ausgerechnet diese Strecke neu aufgelegt hat. Einfach aufgrund der Idee des Fantasiereichtums. Auf Platz 7 verwechselt nicht den Lakeside Park mit dem Riverside Park. Denn hier, der Lakeside Park, die erste Strecke aus dem Spezialcup, da gibt es eine Besonderheit, ne? Natürlich ist ein ganz anderer Streckenverlauf und so weiter. Aber im Hintergrund seht ihr einen Vulkan brodeln und der bricht in der letzten Runde aus und dann müsst ihr einigem Zeugs ausweichen. Das macht die Strecke um einiges anspruchsvoller. Und die ist schon voller harter Kurven und so weiter, ne? Dass du auch direkt weißt, im Spezialcup werden keine halben Sachen gemacht. Ansonsten, ich mag das auch, vereinzelte Brücken hier und da mit Löchern im Boden, aber wenn du drüber hoppst, dann gibt's Itemboxen. Man kann auch einen Fehler machen, es gibt an den Wänden so eine Sprungschanze, aber wenn du die aus Versehen nutzt, ne, dann wirst du zurückgesetzt, ne? Da wirst du auf einen bereits gesehenen Abschnitt der Strecke zurückgebracht und das sollte man tunlichst vermeiden, wenn man hier erfolgreich sein will. Ich finde sogar eine der schwersten Strecke überhaupt im Spiel, wenn nicht sogar die schwerste. Anspruch ist gut, wurde leider bisher nur in Mario Kart Tour neu aufgelegt und ich glaube, es dort sogar ohne Vulkanausbrüche, zumindest, dass man nicht den Feuerbällen auf der Strecke ausweichen muss, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Würde mich eigentlich freuen, die Strecke eher nochmal in zukünftigen Mario Kart zu sehen und war ein bisschen enttäuscht, dass man im Booster Streckenpass stattdessen den Riverside Park genommen hat und nicht wie hier den Lakeside Park. Der 6. Platz geht an Cheep Cheep Island. Wenn man so will, ein weiterer Koopa Beach, aber bei Sonnenuntergang mit Leuchtturm und riesigen Cheep Cheeps im Hintergrund. Ist ja der Wahnsinn. Und ja, auch wieder auf dem offenen Meer mit vielen großen Inseln, aber es gibt regelrechte Abschnitte auf Holzplanken. Also man fährt über verschiedene Stege und da gibt es auch Wegabzweigungen und das ist natürlich ein bisschen schwerer. Vor allen Dingen im Vergleich zum Shy Guy Beach. Nee, aber ich mag das. So ein bisschen mehr Abwechslung drin und die Atmosphäre passt. Anspruch ist da. Da finde ich es auch ein bisschen schade, dass es bisher nur in Mario Kart Tour neu aufgelegt wurde. Mario Kart Tour zählt für mich ja kaum, ne? Ihr wisst, was ich meine, ne? Ihr versteht das. Aber macht halt auch einfach Spaß zu fahren. Also vom Streckenverlauf geht das voll fit. Platz 5, Sunset Wills. Ihr habt es ja eben schon gehört, ne? Im Lakeside Park, da ist in der letzten Runde der Vulkan ausgebrochen. Da passiert was, abhängig der Runde. Und das macht vor allen Dingen Sunset Wills auf dem GBA. Und das war eben, ne? Man sagt ja immer für GBA-Verhältnisse. Und
das ist eben ein guter Job, der hier von Sunset Wills gemacht wird, dass man sich irgendetwas bedient, um die Strecken interessanter zu gestalten. Was atmosphärisch einfach bei Sunset Wills gelingt, ne? Wir haben so eine Steppe, Wüste, Canyons sind das wohl eher, ne? Amerikanische Ureinwohner, ja, da stehen tatsächlich kleine Tippies auf der Strecke. Denen sollte man ausweichen, denen gehören die Shy Guys. Ansonsten, wo kommen diese riesigen Fußabdrücke auf dem Boden her? Streckenverlauf geht in Ordnung und es gibt ein paar Abkürzungen so mit Turbostreifen, das ist okay. Aber was eben die Besonderheit ist, von Runde zu Runde geht die Sonne mehr unter. Und das war einfach das Event, ne? Das war das Schöne an dieser Strecke, das gefällt mir ganz gut. Und ja, da hat man versucht, aus dem GBA noch was rauszuholen. Deswegen umso bedauerlicher. Es wurde neu aufgelegt im Mario Kart Tour und im Mario Kart 8 Deluxe Booster Streckenpass. Ich habe mich sehr gefreut, dass die Strecke wieder dran kam demnächst. Aber da fehlen eben diese Sachen, ne? Also der Sonnenuntergang ist einfach nicht da. In Mario Kart 8 bleibt es einfach permanent auf derselben Sonnenebene, ja. Und dabei war das doch das große Alleinstellungsmerkmal von Sunset Wills, der Sonnenuntergang. Ich glaube, es heißt sogar so, ne? Vom Namen her, Sonnenuntergangswüste. Es ist wild. Und ja, auch das Remake hat die Tippies abgeändert, ne? Die wollen keine Indianer mehr. Das ist ja viel zu fragwürdig. Darf man heutzutage ja gar nicht mehr sagen, sondern da sind es irgendwelche Camps, so zeltende Shy Guys, ne? Ach, ich finde die Strecke gut. Auf dem vierten Platz, Ribbon Road, die Partystraße. Und auch das ist kreativ, mit einem Background voller Geschenke. Da fühlt man sich gleich wohl. Mit der roten Straße kommt es ein bisschen vor wie Weihnachten, oder? Ich denke schon. Aber was die Strecke sehr schön macht, ist einfach der Streckenverlauf, ne? Die Kurven, die man driften kann, die Sprünge, die man machen kann, die Turbostreifen, die hier und da versteckt sind. Da muss man sich schon anstrengen und Skill wird belohnt. Das ist, was ich hier sehe bei der Partystraße und deswegen war sie nach dem Käseland damals wirklich mein Top-Favorit und ich habe mich sehr gefreut, dass sowohl das Käseland als auch die Partystraße in Mario Kart 8 umgesetzt wurden, zwar ab dem DLC, ab 2015 oder wann das war, aber nichtsdestotrotz und da haben sie es auch sehr schön gemacht. Wenn gleich hier auf dem GBA das Ganze sehr flach ist, ne? Also nicht so wellig oder so. Aber ich denke, der Streckenverlauf, der macht hier für GBA-Verhältnisse wirklich viel Spaß. Also wie gesagt, nur neu aufgelegt in Mario Kart 8. Aber ich habe auch nochmal hier geguckt, ne? Das war wirklich ein schöner Streckenverlauf. Und weiß zugefallen die Ribbon Road. Die Bronzemedaille auf dem Siegertreppchen. Eine vergessene Strecke. Broken Pier. Ein weiteres Geistertal, nur eine ganz andere Atmosphäre. Seht ihr diese höllischen Berge im Hintergrund, die gucken dich böse an. Aber der Streckenverlauf, der ist in erster Linie zwar relativ basic, aber es gibt so viele Abkürzungen, unsichtbare Wege und sehr viele Löcher im Boden. Also hier wurde schon länger nicht mehr renoviert. Ansonsten sind die Buhus hier gar nicht mal so nett. Nee, die halten dich fest, die halten dich auf und das macht die Strecke natürlich auch wieder ein gutes Stück weit anspruchsvoll. Fast schon nervig, aber es gibt hier so viele verschiedene Wege zu gehen, sodass ich das einfach nur gutheißen kann. Und Schande über Nintendos Haupt, diese Strecke wurde bisher in keinem anderen Mario Kart Spiel neu aufgelegt. Es gibt sie bisher nur in Mario Kart Super Circuit. Das müssen wir in Zukunft ändern. So Freunde, der ganz simple Grund, warum Bowser's Castle 4 auf dem zweiten Platz landet, der wird euch bestimmt sofort ersichtlich. Es ist aber sowas von die mit Abstand längste Strecke im Spiel. Seht ihr die Minimap? Ja? Bowser's Castle 4 geht nicht nur enorm lang, das war ja oftmals ein kleiner Kritikpunkt, ne? Mario Kart 64, die Rainbow Road und so weiter. Länge ist nicht alles, habe ich gesagt, aber hier bei Bowser Castle 4 wird das genutzt. Und zwar indem man halt immer andere Sachen einbaut, ne? Kleine Felder mit Lava, Gehopse hier, Streckenentscheidung da. Und ich glaube auch mal über die Strecke hinweg fegen und so weiter. Da ist eine Menge drin, da ist eine Menge Abwechslung. Es könnte trotzdem für den einen oder anderen vom Geschmack her zu lang sein. Aber hier wird die Länge der Strecke auch genutzt. Und das finde ich persönlich ganz gut. Ich weiß nicht, was der Kabelsalat im Hintergrund soll, aber ich finde es trotzdem sehr schön. Und auch diese Strecke wurde vor kurzem, also 2023, in Mario Kart Tour neu eingesetzt. Und wir können uns vielleicht sogar hoffen, dass das hier in Mario Kart 8 Deluxe Booster in der letzten Welle noch drankommt. Ist denkbar. Ne? Ist denkbar, würde ich sagen. Und für GBA-Verhältnisse ist da einiges drin. Tatsächlich.
Habe ich gerade eine Strecke vom Nintendo 64 erwähnt? Wo ist denn eigentlich? Ganz genau, die Rainbow Road belegt den ersten Platz bei Mario Kart Super Circuit für den Game Boy Advance. Hatte ich auf dem SNES und Nintendo 64 an den Rainbow Roads noch einiges auszusetzen, ist sie hier die beste Strecke im Spiel. Und warum? Sie wagt ganz einfach etwas. Abwechslung, nicht immer dasselbe. Man kann hier leicht runterfallen, aber oftmals gibt's an den Rändern auch diese kleinen Sprunggummis. Gibt sogar eine ganz besonders tolle Stelle, da kann man abschätzen, wie sehr man hier abkürzen möchte. Und ansonsten, wenn du einen Pilz hast, du kannst ihn sinnvoll nutzen, aber das ist extrem risikoreich. Bist du dem gewachsen? Ansonsten erkennen Man of Culture auch das Bowser Luftschloss aus Paper Mario. Richtig, die beiden Spiele sind ja im selben Jahr rausgekommen und deswegen auch hier ein kleines Gimmick, ein kleines Easter Egg. Ja, aber warum hat Nintendo dann diese wunderschöne Rainbow Road bisher nie neu aufgelegt? Aber immer wieder SNES und Mario Kart 64, aber diese nicht. Es wird Zeit, ich fordere ein weiteres Mal, wie auch schon bei Mario Kart 8, als es rauskam, dass die Rainbow Road vom GBA neu aufgelegt wird in Mario Kart 9. Und da kann man doch noch so viel draus machen. Es ist doch schön, ne? Es ist ein Spiel mit dem Risiko. Kenne deine Grenzen, so ein bisschen ist das. Und deswegen Applaus, ne? Für die Rainbow Road vom GBA und hoffen wir, dass wir die bald irgendwie mal wieder sehen können. Leute, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Jetzt geht's bald richtig zur Sache mit Double Dash, DS, Wii und so weiter. Aber da könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was ich machen soll mit den Retro-Strecken. Bei Double Dash noch nicht der Fall, aber danach. Was machen wir denn mit Mario Kart DS und Wii? Soll ich da auch die Retro-Strecken mit einbeziehen? Weil die sind ja so ein bisschen im neuen Gewand. Ich würde sagen Mario Kart 7 und 8 auf jeden Fall, weil die mit Unterwasser und Fliegen und so wirklich ein ganz neues Gesicht bekommen und einen ganz anderen Spielspaß vermitteln. Aber wie sieht es aus bei Mario Kart DS und Wii? Da bin ich ein bisschen unentschlossen, deswegen schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und dann geht die Reise auch weiter. Also ich habe Spaß dran und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet bei Mario Kart Double Dash. Seid gespannt. Okay, für den Moment sage ich Dankeschön, bis dann und ciao.